Herr Lauer, Sie sind Professor für Digital Humanities in Basel und ich möchte Sie gerne fragen, welche Zukunft dieses Fach hat. Die Zukunft dieses Faches liegt zunächst einmal, dass wir Studiengänge aufbauen. Das machen wir in Basel. Im nächsten Jahr kann man Digital Humanities studieren, aber es ist nicht sinnvoll, dieses Fach zu studieren als ein eigenes Fach, sondern als ein Fach in Verbindung mit einer Fachwissenschaft. Das kann zum Beispiel dann die Altertumswissenschaften sein oder es kann die Soziologie sein. Und die Idee ist, dass man, wenn man beides studiert, also ein Zwei-Fächer-Master macht, dass man dann neue Kompetenzen, neue vor allem methodische Fähigkeiten gelernt hat, die man in dem üblichen Fächerausbildung bislang nicht gelernt hat. Und deshalb ist es dann doch ein neues Studienfach, das dazugekommen wird. Das ist die eine Seite, aber es gibt natürlich vor allem im Bereich der Forschung auch sehr viel Zukunft, denn immer mehr Forschungsprojekte werden ganz notwendig computergestützt, verstärkt, ergänzt, wie auch immer, aber sie werden mit dem Computer durchgeführt. Sie sind von Hause aus, wie man so sagt, Germanist und beschäftigen sich zum Beispiel mit Märchen. Was kann denn der Computer, was können denn Methoden der Digital Humanities dabei helfen? Märchen hat man schon seit Jahrhunderten oder schon im Nachgang der Brüder Grimm untersucht. Und man hat sehr schnell gesehen, dass die Märchen der Welt, soweit wir darüber Quellen haben, einander ähneln in ihren Motiven, auch in ihrer Erzählform. Und das hat man schon vor 100 Jahren gesammelt. Und bei diesem Sammeln hat man gemerkt, wenn man das in Zettelkästen anlegt, dass man spätestens bei dem 1236. Eintrag die Übersicht verliert. Computer sind sehr, sehr gut darin, auch bei 1236 Einträgen noch die Übersicht zu bewahren. Also können wir jetzt computergestützte Methoden verwenden, um zum Beispiel Märchenstrukturen der Märchen der Völker miteinander zu vergleichen, weil der Computer verliert da nicht die Übersicht. Und das heißt, eine Forschung, die 100 Jahre alt wird, wird jetzt mit computergestützten Methoden verbessert und vielleicht auch auf ein ganz neues Niveau gehoben. Wenn Sie jetzt auf Leipzig schauen, wo wir heute das Forum für Digital Humanities eröffnen, mit Ihrem Vortrag. Was für Erwartungen haben Sie speziell an Leipzig? Also in Leipzig gehört zu den ganz wenigen Standorten, die Digital Humanities schon länger vorangetrieben hat, weil hier die Geisteswissenschaften und die Computerwissenschaften schon länger zusammenarbeiten. Die Sommerschule von Elisabeth Buhr ist beispielgebend, würde ich sagen. Das heißt, das hat einen exemplarischen Wert. Das heißt, meine Erwartung wäre, dass es deutlich wird, wie interessant das ist für die Studierenden aus ganz unterschiedlichen Fächern, dass das erfolgreich gelebt wird. Zweitens, dass sie eine Forschung machen, die zeigt, dass der Mehrwert darin besteht, dass wir die Fakultätsgrenzen des 21. Jahrhunderts überwinden und sehen, dass wir von ganz unterschiedlichen Fächern lernen können, zum Beispiel von neuen evolutionären Modellen, die eher aus der Biologie kommen, die jetzt geisteswissenschaftliche Forschung inspirieren können. Und einige, die wissenschaftshistorisch gebildet sind, die wissen, dass diese Evolutionsmodelle einmal aus der Sprachwissenschaft in die Bioinformatik gewandert sind. Also Digital Humanities ist in jedem Falle etwas Interdisziplinäres? Es ist etwas Interdisziplinäres, das aber verlangt eine ganz besondere Fähigkeit. Fragestellungen, die ich in meinem Fach entwickelt habe, zum Beispiel jetzt in meinem Fach von der Herkunft her Germanistik, muss ich in eine Sprache formalisieren, ich muss sie modellieren in kleinere Einheiten, so dass sie bearbeitbar werden. Und wir können oft in den Geisteswissenschaften mit relativ breitem Daumen Themen bearbeiten. Jetzt muss ich sehr genau sein, ich muss exakter werden. Und das ist nicht ganz einfach, das muss man lernen, man kann das lernen, genauso wie man statistische Methoden lernen kann. Aber wenn man diesen Weg gegangen ist, dann besteht eben die Chance, in dieser modernen Welt auch ganz anders gesprächsfähig zu sein. Und das bedeutet natürlich auch für die Studentinnen und Studenten Berufe zu ergreifen, die wir jetzt noch nicht mal dem Namen nach kennen, aber die schon in 5 Jahren da sein werden. Das wollte ich eben gerade noch mal nachfragen. Das ist eine Sache der Zukunft und für die Zukunft.
Und wir würden dann Studierende ausbilden, die auch ganz andere Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ja, also Sie bilden Studenten in den Geisteswissenschaften des 21. Jahrhunderts, nicht des 20. Jahrhunderts aus. Und das bedeutet, dass Sie die Fragestellung, die oft schon Jahrhunderte alt sind, in Methoden und in eine Sprache übertragen, die eben es erlaubt, mit dem Computer diese Fragestellungen zu bearbeiten. Und wenn ich sage Computer, dann meine ich damit ja eigentlich nicht bloß den Computer als Maschine, sondern statistische Methoden. Methoden, die vielleicht einfach damit zu tun haben, dass wir eine Datenmenge handhaben, die wir einfach schlichtweg nicht mit dem Auge bearbeiten können. Die Metapher, die ich dafür verwende, ist, wir machen das bei einer Skalierung ganz unterschiedlich. Für bestimmte Fragestellungen brauchen wir das Mikroskop. Also muss ich lernen, das Mikroskop zu verwenden. Für andere Fragestellungen kann ich das tatsächlich mit Auge und Hand machen. Für andere Fragestellungen brauche ich aber ein Teleskop. Also muss ich lernen, wie ich mit einem Teleskop arbeite. Die Aufgabe von Leipzig ist es, die Menschen so auszubilden, dass sie diese Skalierung tatsächlich rauf und runter fahren können, je nachdem, was ihre Interessen jeweils sind. Vielen Dank, Herr Lauer. Ich wünsche alles Gute für Ihre Arbeit in Basel. Danke und alles Gute für Leipzig.